me again, the ice cream crazy lady. I want to talk about three ice creams that are new from Ben & Jerry's. They are Scoop Shop's exclusive, so you cannot really find them in the grocery stores, and they're just in Scoop Shops all over the US. Unfortunately, I couldn't find them in the New York Scoop Shops, so Ben & Jerry's was so nice and sent me some. So I have to say thank you again. I want to say thank you again. 2 days after I texted them, I got the three different new ice creams, and they actually arrived like 2 hours ago. So I'm really, really excited to try them. I want to show you the website because they're really special. I think some of them have been around or had been for sale like a few years ago, but I'm not sure. If you know more about that, let me know. I'm kind of new in the Ben & Jerry's business concerning US flavors, and this is what it looks like on the website. It's time, or what does it say? It's this world premiere, so it's a world play with world premiere, and introducing four new flavors. Find them now at your local Scoop Shop, available for a limited time only. This summer, head to your local Scoop Shop and try one of our new flavors. Dig into Caramel Crisp, Nutty Caramel Swirl, Toffee Break, and Pucker Upper while they last. Because just like a cool scoop of ice cream on a hot day, these flavors are fleeting and won't last long. Which one will you try first? I got three. I didn't get four, so I think the Pucker Upper is missing. I will check back with the Scoop Shops in New York in like 2 weeks and hope they have it then and just get it. But it's enough to have three right now. I'm already eating tons of ice cream. The first one I want to try with you is actually the one I'm excited about the most because it is the nougat ice cream. It's Nutty Caramel Swirl. It's a hand-packed pint, as you can see. That's what it always looks like when they do the Scoop Shop flavors. It's nougat ice cream with peanuts, fudge flakes, and a salty caramel swirl. So peanuts and fudge in a nougat ice cream. Just the mix of hazelnuts and peanuts sounds interesting. The ingredients are listed there. I don't know if this is right, but on the website, if you click on the flavor, this is the ingredients that they give you, or these are the ingredients and nutrition facts that they give you. I might just try to check the ingredients and see if it's the same. Cream, skim milk, water, liquid sugar, vanilla extract. Yeah, it's the same. So, and I'm also excited because the Scoop Shop ones, you never know what the mix-ins will be like. They're just totally mixed. Like more swirl than when you would buy a pint, because they just scoop it in there. And so, sorry, I'm rambling. This is the Nutty Caramel Swirl. The next one is Caramel Crisp. Caramel Crisp. Caramel Crisp is milk chocolate and caramel ice cream. So we have two different bases in here with crispy bits and caramel cups. I think the caramel cups, I know those. It's a common mix-in in Ben & Jerry's. I don't know what the crispy bits will be like. We will see. This is... I'll try to find the picture for you. This is what it looks like on the website. And product details. It says... Oh, it's the same. 230 calories per scoop. 13 grams of fat. 24 carbohydrates and 4 grams of protein. And yeah, if you want to see the ingredients, you can click pause now. I hope it's all fine with the focus. And the third one is Toffee Break, buttery brown sugar ice cream with almond brittle and toffee caramel swirl. Okay, actually, I don't even know if I'm most excited about the Nutty Caramel Swirl. Maybe just the nougat ice cream, but all of them just sound amazing. Let's have a look at this one, at the Toffee Break. Toffee Break looks like this on the website. Please focus.
I'm sorry. And the calories are 220 calories per scoop, so that's the latest one. 12 grams of fat, 24 grams of carbohydrates, and 4 grams of protein. That's it. Now we should, or now I just want to try the ice cream actually. I'm not sure which one to start with. Maybe the milk chocolate and caramel one? Oh no, I just go in the same row I did before. Nutty caramel swirl. Start with this one first. This is what the hand-packed pints always look like. I will film you just what it looks like on a close-up. If you go to the end of the English section or just the end of the video, you will see the close-up again. But yeah, this is what it looks like. The nougat ice cream looks lighter than I thought it would look like. Let's just try it. It's a little icy there, and I don't know if you can see it. I do not taste much nougat. Actually, I don't really taste nougat at all. It tastes more peanutty to me. Huge chunks of peanuts right there. And the chocolate chunks. The fudge flakes, sorry. This is the caramel swirl. It's on the side. I get the nougat flavor. I want to try the fudge flakes now. They are really, really small. Look at them. Yeah, just the fudge flakes that you can always find in Ben & Jerry's. I mean, they're good, but just nothing special. This is a peanut. I don't think they're caramelized or anything, just plain peanuts. Yeah, just plain peanuts. I kind of like that, because the ice cream base is always is already kind of sweet, so that's enough. It's good. Peanuts and chocolate is always good, a salty caramel swirl. I don't really, I mean, the peanuts are all over the thing. The problem with the swirls and the scoop shop flavors always is that because it's all more mixed up when they put it into the pint, they're not the typical Ben & Jerry's bunkers of swirl. But so it's all kind of more mixed together. Not as good as I would have expected, I have to be honest. Still, it's a good ice cream, so if you're in a scoop shop and just want to have a scoop of that, it's definitely good. The nougat flavor could be much stronger. Okay, enough about that. Next one is caramel crisp. And we already had it, it's the milk chocolate one with caramel ice cream and crispy bits in caramel cups. Ooh, this one is not full at all. But it's good, you can see the two different ice creams in there. I think it will be hard to try them separately, but I will try. This is the caramel one. It looks really dark, darker than the caramel base in Germany. I taste caramel. I like it. It's not as sweet. Ben & Jerry's is always sweet, but it's not as sweet cream sweet as I know, as I usually expect the caramel flavor from Ben & Jerry's to be. It's more like a burnt caramel flavor. And now the milk chocolate ice cream. And the milk chocolate ice cream is different from the other chocolate bases from Ben & Jerry's. They have it in some flavors, but it's definitely more rare, so it's something special to me. This is it. It's mixed with the caramel one, of course. Mmm. Wow. I just love Ben & Jerry's milk chocolate base. It's so great. I could have just had the whole pint only with the milk chocolate base, actually. It's really good. You have to try it if you have a chance to. But why I was like, is there those tiny little pearls
black ones. They're really small, but they are crispy. So it's not like it got mushy from just being in the ice cream base. They nailed the consistency totally. They just stay crunchy and it's really good. They are all over the pint. I'm trying to find the caramel cups. There's one down there. Please come out. The caramel cups are in other Ben & Jerry's flavors too. Mm-hmm. Can you see that? It's the caramel that's coming out of the cup. So this is a cup that I just crashed. You can see it's kind of a dark burnt caramel in there as well. It's this burnt caramel flavor to it. So far, this is my favorite one. And not least will be Toffee Break. Buttery brown sugar ice cream with almond brittle and toffee caramel swirl. And I like Ben & Jerry's buttery brown sugar ice cream. I think I had it in the pecan something, Scoop Shop flavor. Bourbon pecan something. Wow. And this one looks absolutely delicious. I love almond brittle. I love buttery brown sugar ice cream, and the toffee caramel swirl can't be bad. It's already got the swirl in it. I think this is my favorite. Reminds me of the vegan caramel almond brittle flavor from Ben & Jerry's. I am in ice cream heaven. It's got the almond brittle pieces. They're really sugary. So this is definitely the sweetest of all of them. And it just tastes like ice burned almonds that I know from the Christmas markets in Germany, exactly like that. Wow. A little bit like the Häagen-Dazs. Sorry that I say Häagen-Dazs in this video. But Häagen-Dazs pralines and cream for my German viewers. This is the swirl, so it's not a caramel swirl. They say it's a toffee swirl. And you can tell the color is a little different. It's darker than the regular caramel swirl. And it does taste toffee. After the extremely sweet almonds, doesn't even really taste sweet anymore. This, I love this ice cream. This is my number one. Then the milk chocolate. So yeah, first is Toffee Break, then Caramel Crisp, and the last one actually is the Nutty Caramel Swirl. Who would have known that? That was the one I was most excited about. So if you go to the Scoop Shop and want to try them, I can recommend all of them actually, but my favorite one is the Toffee Break. And yeah, just comment down below if you tried them already, what you think about them. I'll give you a close-up again, and I'll see you in the next video. Don't forget to subscribe and give this video a thumbs up, and keep eating ice cream. Keep spooning. Bye.
Hallo, ich mache das kurz. Ich habe ja auch schon den englischen Teil gemacht. Ich habe von Ben Jerry's Eis zugeschickt bekommen, die drei neuen Sorten von, kleinen Moment, ich zeige es euch auf der Website, von der neuen Scoop-Shop-Reihe, die rauskommt. Es gibt eigentlich vier, aber die vierte kam nicht mit. Und zwar die Swirl Premier Flavors. Die gibt es nur in den USA, nur in Scoop-Shops, aber in New York noch nicht. Und deswegen wurden sie mir jetzt zugeschickt. Innerhalb von einem Tag waren die da, also richtig, richtig lieb. Und hier steht, this summer head to your local Scoop Shop and try one of our new flavors. Dig into Caramel Crisp, Nutty Swirl, Toffee Break and Pucker Upper. Pucker Upper habe ich nicht bekommen, aber das ist auch das, worauf ich am wenigsten gefreut habe, weil es was mit Frucht ist. Und because just like a cool scoop of ice cream on a hot day, these flavors are fleeting and won't last long. Which one will you try first? Ich habe die jetzt schon probiert und ich gebe euch quasi so eine kleine Review. Kalorienmäßig sind die alle ziemlich ähnlich. Das werde ich euch jetzt hier wieder einblenden. 230 haben zwei davon, eins davon 220 pro Scoop. Ich versuche das hochzurechnen aufs Pint, das ist immer so ein bisschen tricky. Und das erste, was ich probiert habe, war das hier, Nutty Caramel Swirl. Und darauf habe ich mich am allermeisten gefreut. Das ist nämlich ein Nougat-Eiscreme mit Erdnüssen drin, Schokostückchen und einem Salzkaramellstrudel. Leider hat es mich so ein bisschen enttäuscht, weil die Basis kaum nach Erdnuss schmeckt. Also nach Nougat, eigentlich gar nicht. Und wenn ihr es euch anschaut, dann sieht sie auch nicht wirklich nougatig aus. Bei Nougat hätte ich was Dunkles erwartet. Ich weiß nicht, was das ist, dieses Thema Haselnuss bei Ben Jerry's. Scheint irgendwie nicht zu klappen. Ich habe keine Ahnung. Aber was hier gut ist, sind die Erdnüsse. Die sind einfach so plain Erdnüsse. Nicht gesalzen, nicht karamellisiert, einfach nur Erdnüsse. Und die passen hier wirklich gut dazu. Die Fudge Flakes sind auch okay. Das sind halt die, die immer bei Ben Jerry's drin sind. Die sind mir ein bisschen klein, muss ich sagen. Und der Strudel, der Salzkaramellstrudel, den kriegt man nicht so wirklich rausgeschmeckt, weil der ist überall verstrudelt. Das ist immer das Problem bei diesen Handpack Pints. Das ist halt in der Eisdiele, die scoopen das halt so wirklich wie eine Kugel und machen das hier rein. Das seht ihr gleich auch noch bei einem der anderen. Da sieht man das noch so richtig schön, ist auch nicht ganz voll. Und dann ist es nicht so, dass man diese Bunker hat, sondern das ist einfach alles eher mehr verstrudelt. Deswegen ist vielleicht auch die Eiscreme noch so ein bisschen heller, weil das Karamell darin vielleicht geschmolzen ist und so ein bisschen einfach eine Nougat-Karamellbasis draus gemacht hat, statt nur einer Nougat-Basis. Aber ich freue mich schon drauf, es zu essen, auf jeden Fall gerade wegen der vielen Erdnüsse. Aber ich würde es mir, glaube ich, nicht nochmal selbst kaufen. Wenn ihr aber Erdnüsse mögt, kauft es euch im Scoop Shop, wenn ihr die Möglichkeit habt. Kann man auf jeden Fall machen. Ihr solltet das jetzt nur nicht kaufen, deswegen, weil Nougat draufsteht. Weil das war der Grund, weshalb ich mich so drauf gefreut hatte. Und das ist halt leider eher nicht der Fall. Genau, also so viel dazu. Strudel kann ich euch nicht zeigen. Erdnüsse und Schoko seht ihr hier. Aber ist trotzdem auf jeden Fall lecker. So, und das nächste, was ich dann probiert habe, hat mich sehr überrascht. Und zwar ist es das Caramel Crisp. Und das ist besonders, weil Ben Jerry's hat eine Milchschokoladenbasis, die einfach nur göttlich ist. Wirklich göttlich. Und die ist hier drin. Dann ist da auch noch eine Karamellbasis drin, die sehr anders ist als in Deutschland. Die ist nämlich viel dunkler. Und dann sind da Crispy Bits drin. Da wusste ich nichts mit anzufangen. Und es hat sich herausgestellt, dass das wirklich richtige Crispy Stückchen sind. Und dann sind da noch Karamellcups drin. Das sind die, die auch bei Caramel Chuchu drin sind. Also die schmecken wirklich so ein bisschen verbrannt. Mittlerweile mag ich die. Ich fand die ja früher ganz schrecklich, wenn ihr meine alten Videos dazu kennt. Und Caramel Chuchu gab es ja auch mal in Deutschland im großen Becher, jetzt nur noch im kleinen. Könnt ihr mal drunter schreiben, ob ihr das mögt. Bitte kommentiert das mal. Schreibt mal Hashtag Caramel Chuchu drunter, wenn ihr Caramel Chuchu mögt. Auf jeden Fall sind diese Stückchen hier drin, die passen echt ganz gut. Und diese Milch-Schokoladenbasis ist einfach das. Oh, das macht das toll an dem Geschmack hier aus. Und jetzt mache ich es natürlich auf, um es euch zu zeigen. Das ist leider das, was nicht ganz voll ist. Ihr seht hier, da habe ich schon reingegraben und da seht ihr auch diesen halben Karamellcup. Das ist halt dieser verbrannte Karamellcup. Ihr seht hier die etwas dunklere als in Deutschland Karamellbasis und die Milchschokoladenbasis außenrum. Und das, diese kleinen Schokostückchen sind alles diese Crunchy Crisps, die halt wirklich ihre Konsistenz nicht verloren haben. Die stayen crunchy, die bleiben crunchy und werden nicht irgendwie aufgeweicht oder so. Also das ist ein gutes Eis, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Im Pint, als Handpack-Pint oder im Scoop-Shop einfach als cool. Richtig, richtig gut. Ja, genau. Also ich weiß noch nicht, ob ich halt alle drei esse auf einmal, weil ich esse hier so viel Eis. Oder ob ich zwei davon esse und noch eins von Apple Hills, weil heute wird auf jeden Fall ein krasser Eistag. Ich wollte sie nur schon mal vortesten, während das Licht noch gut ist, weil ich meistens Eis abends esse. Aber jetzt kommen wir zum letzten und das ist Toffee Break. Und Toffee Break habe ich mich am wenigsten drauf gefreut. Das ist hier das Allergeilste von allen überhaupt. Es ist eine butterige braune Eiscreme. Zuckereiscreme, brauner Zucker. Butterige braune Zuckereiscreme mit Almond Brittle, also quasi mit gebrannten Mandeln drin. Und einem Toffee-Karamellstrudel.
Und es ist so göttlich. Es ist Kindheitserinnerung pur, Weihnachtsmarkt. Es ist einfach lecker. Es ist pappensüß. Es erinnert mich total an das vegane Caramel Almond Brittle, ehrlich gesagt. Schmeckt fast genauso, nur dass es eben nicht vegan ist. Deswegen würde ich dann eher das vegan unterstützen. Aber was soll's. So sieht's aus. Es ist so lecker, Leute. Diese Butter-Eiscreme schmeckt man nicht so doll raus wie zum Beispiel in diesem Bourbon Brown Butter, was ich schon mal hatte, auch aus dem Scoop Shop. Ich schmecke einfach alles so nach diesen gebrannten Mandeln. Also das müsst ihr schon mögen. Leicht Marzipanik. Das hier, siehst du, ich esse gleich weiter. Das hier sind diese gebrannten Mandeln. Wirklich richtig süß und voller Zucker. Und sowas von crunchy. Und der Strudel hat halt auch eine wahnsinnig tolle Farbe. Und ist so richtig schön pures Karamell. Also das Ranking habt ihr gesehen. Zuerst tatsächlich und an letzter Stelle Nutty Caramel Swirl, weil es einfach nicht nougatig genug schmeckt. Dann Milk Chocolate Caramel Crisp, vor allem wegen der Kombi aus diesen Crispies mit dem verbrannten Karamell und der Milchschokoladenbasis. Für mich könnte das ganze Ding nur Milchschokoladenbasis haben. Und am allerbesten Platz 1 Toffee Break, weil es einfach pappensüß ist. Ich liebe Zucker. Ich liebe gebrannte Mandeln. Wenn ihr die irgendwann mal probiert im Scoop Shop, lasst es mich wissen. Schreibt runter, wie ihr sie findet. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich filme euch jetzt nochmal rein von oben, dass ihr das nochmal näher seht mit der anderen Kamera. Und dann würde ich sagen, ciao!